Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Silverkus und wir spielen Crusader Kings 3. Ich dachte, diese Folge beginnen wir vielleicht mal mit einem kleinen Blick auf die Weltkarte und was sich so bislang ja, seit Spielbeginn getan hat und wiefern sich hier die Geschichte so von ihren üblichen Entwicklungen auch mal abweicht. Und ich finde, da gibt es auch einige interessante Entwicklungen, unter anderem dass hier tatsächlich das Danelag in England gegründet worden ist. Es wird geführt von König Sverker aus dem Hause Kwitzak, also von König Halfdan tatsächlich abstammend. Hier der Großvater scheinbar von diesem König Sverker, Gudfridsson. Allerdings ist es weit zurückgedrängt, gar nicht so mächtig, wie es vielleicht in vielen Spielständen sich üblicherweise entwickelt. Und das Königreich England, hier unter König Ethelred, ist das jetzt Tatsachen? Das ist ja, oh mein Gott, das ist ja eine unglaublich interessante Entwicklung. Hier ist tatsächlich König Ethelred der große König in England geworden. Und Earl Alfred, also tatsächlich der eigentliche später König Alfred, der ist schon lange gestorben. Der hat zwar noch einen Sohn, Wulfhelm, der ist aber nur Earl. Und Ethelred hat es hier geschafft zu überleben und ja, sein Spiel zu machen. Das ist ja mal eine ganz andere Entwicklung, als es normalerweise in den Geschichtsbüchern geschehen ist. Also das finde ich wirklich eine ganz interessante Sache. Ansonsten das Westfrankenreich, derzeit unter König Louis II., dem Stammler, vereint. König Karloman konnte hier scheinbar dann Italien übernehmen. Dann wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass Westfrankenreich Italien vorher erobert hat. Ansonsten hätte sich nämlich hier das Reich aufgeteilt, Westfrankenreich und Aquitanien. So passiert es dann üblicherweise. Aber so konnte das verhindert werden. Eine Stärkung für beide Gebiete auf jeden Fall in der Sicht. Hier oben auch ganz interessant. Erik der Weise hier mittlerweile an der Macht. Ja, Björn Eisenseite bereits verstorben, ist Uppland aber nicht so mächtig, wie es oft sein könnte. Harald Schönhaar ist hier allerdings sehr groß expandiert. Er konnte hier scheinbar einige Gebiete gut machen. Okay. Das Jeland ist ja stagniert, bleibt so stark, wie es bislang war. Und das Jüland, ja, mit dem scheren wir uns ja schon eine ganze Weile rum. Da bin ich auch gespannt. Im Moment geht es dem Jarl Friedrich nicht so gut. Das hat man in der letzten Folge festgestellt. Er ist scheinbar an einer empfindlichen Stelle getroffen worden. Er ist ein Eunuch geworden. Verwundet auch noch. Mal sehen. Er ist auch schon einbeinig und stark vernarbt. Scheinbar trägt er diese ganzen Wunden und Verletzungen auch nur noch, indem er sich stetig betrinkt. Vier Söhne hat er. Das Land wird stark zersplittern in seinem Sterbefall. Da bin ich mal gespannt, was da noch so passieren wird. Ja, Lothringen hat kurzzeitig natürlich Ostfrankenreich übernehmen können. Das ist mittlerweile wieder aufgekommen nach Erbfolgeteilung und Lothringen selbst aber dann jetzt wesentlich kleiner nochmal als zu Beginn der Spielrunde. Asturien ist immer noch am Ball. Navarra, mittlerweile ein Sultanat. Das ist immer sehr schade. Bayern hat hier einige Gebiete unter sich. Und hier kristallisieren sich so auch so langsam die einzelnen Oberhäuptlingstümer, die die Global Players werden, heraus. Prutzen, sehr groß, Großpolen, Niederschlesien, Kleinpolen, Großmähren, das sind hier so die vorherrschenden Gebiete und Spielmacher. Byzantinisches Kaiserreich hat sich sehr an der adrianischen Küste lang
arbeitet und auch in Italien weiter Fuß gefasst. Mittlerweile das ganze, die ganze Insel Sizilien unter ihrer Herrschaft. Das finde ich ganz interessant. Wer ist denn hier? Ist hier immer noch Graf Konstantinos, hier der Nette? Ja, an dieser Stelle mal kurz erwähnt, mein erstes Let's Play auf meinem Kanal als Graf Konstantinos gestartet. Und wir waren da, glaube ich, der Schuldlose. Hier sind wir der Nette. Hier ist er der Nette geworden. Hat einen Sohn, Zenon, der das später alles erben wird. Aber okay, hier hat scheinbar der Graf von Syrakus nicht es geschafft, Sizilien unter sich zu einen, sondern der byzantinische Kaiser hat diese Gebiete befreit und sie an einzelne Grafen übergeben. Ja, mal gucken, ob sich hier vielleicht irgendwann mal der Graf von Syrakus auftut, um Sizilien zu erobern. Das werden wir mal auch im Auge behalten, finde ich eigentlich immer ganz interessant. Ja, die arabischen Stämme sind auch alle noch stark in der Entwicklung. Einige kristallisieren sich langsam als die stärkeren heraus. Aber ansonsten glaube ich, so viel Wichtiges ist noch nicht geschehen. So, und wir wollen auch gar nicht weiter jetzt unsere Zeit auf der Weltkarte verbringen. Wir gucken jetzt mal wieder langsam in die Geschehnisse herein. Derzeit haben wir es hier mit Plünderungen zu tun. Unsere Armeen sind hier ganz unten noch. Die haben wir irgendwie beim letzten Mal doch vergessen, wieder mal zurückzuordern. Und unseren Sohn rufen wir natürlich erstmal mit unseren Truppen wieder zurück. Mittlerweile nur noch 121 Truppen. Ja, aufgrund der schlechten Domänenschwelle haben wir hier arge Einbußen zu verzeichnen. Auch wenn unser gepanzertes Fußvolk mittlerweile komplett wieder erstarkt ist. Gut, rufen wir erstmal unsere Truppen zurück. Ich denke, sie werden nicht rechtzeitig kommen, um hier irgendwas zu bewirken. Außerdem sind sie viel zu geschwächt. Aber ich sehe, unser Herzog marschiert hier. Und jawohl, kommt noch rechtzeitig, um die Stadt Itzehoe zu retten. Unser Bündnis mit Waldgar Volk Warding ist ungültig geworden, denn wir haben kein Bündnis mehr mit Waldgar Rapuzen, weil er kein Herrscher mehr ist. Er ist jetzt scheinbar ein Landloser. Wir hatten ein Bündnis mit ihm. Weshalb nochmal? Verbündet mit uns? Aus welchem Grund war das nochmal? Nicht wegen ihm? Wegen ihr hier, genau, weil Rimbert, unser zweiter Sohn, mit der kleinen Gerda verheiratet ist. Oder verlobt ist. Okay. Da Waldgar allerdings jetzt ein Landloser ist, ist das natürlich, ja klar, wenig ehrbar. Aber können wir ihn eventuell. Ja, ich glaube, wir lösen hier deswegen jetzt nicht die Verbindung auf. Das glaube ich nicht. So schätze ich einfach unseren Rimbert nicht ein. Und außerdem hat er ja dann immer noch den Anspruch auf die Grafschaft von Holland. Diesen Anspruch wird auch Gerda, denke ich, miterben. Und vielleicht wird ja Rimbert sich mal entscheiden, also nicht wir, sondern unser Sohn, hier für Gerda Partei zu ergreifen. Aber wir lassen das einfach mal noch so ein bisschen weiterlaufen. So, unsere Truppen sind hier jetzt wieder zurück. Und da es keinen Krieg gibt, in dem wir mit spielen möchten derzeit, lösen wir unsere Truppen jetzt an dieser Stelle auch erstmal wieder auf. Schicken sie nach Hause. Und hoffen, dass sie mal ein wenig erstarken. Ja, wie gesagt, das Hauptproblem hier derzeit bei uns ist einfach unsere Domänenschwelle. Aber das haben wir schon mehrfach erklärt, ist jetzt nicht unser Ziel. So, Herzog Marbold hat König Benoit den Krieg erklärt. Okay, er geht gleich wieder gegen den König von Ostfrankenreich hier vor. Gegen seinen Vater hat er zuvor Krieg geführt, jetzt führt er erneut Krieg. Es wird wahrscheinlich wieder für Herzogin Inga sein. Ganz recht. Wir können hier natürlich keinen Beitritt
erklären, denn er führt Krieg gegen seinen Lehnsherrn. Wir können nur selbst hier Krieg gegen ihn erklären, um beispielsweise unabhängig zu werden. Aber das kostet derzeit zu viel Prestige. Das haben wir nicht. Und außerdem sehen wir das auch nicht. Denn wir sehen tatsächlich, dass sein Anspruch doch rechtens ist. Und er sich zumeist doch eher ehrbar uns gegenüber verhalten hat. Dieser Krieg wird erfolgreich sein. Und ich denke, auch diesen Krieg wird er gewinnen. Wir lassen die Zeit mal weiterlaufen. Könnten ihm Krieg erklären gegen Oldenburg, okay, interessant. Ein Krieg, der direkt ja an sich wieder aufgelöst hat, denke ich mal. Nein, bleibt okay. Ah, hier geht es um Vorbasse. Wer möchte hier Gebiete von uns haben? Sigurd Östetson von Viborg möchte Vorbasse erobern. Ja, das ist natürlich etwas, was wir auf gar keinen Fall möchten. Da werden wir agieren müssen. Warum eigentlich nicht? Wir müssen uns eventuell mal überlegen, ob wir vielleicht nochmal den Lebenswandel nochmal ändern. Aber ich glaube, hier Kriegsgründe auf jeden Fall zu haben, ist etwas, was immer in seinem Sinne sein sollte. Ja, hier müssen wir natürlich irgendwie gegen vorgehen. Schön wäre es natürlich, wenn wir hier sehen könnten, dass irgendwelche Armeen uns hier auch zur Hilfe eilen. Warum ist er denn kein... Er ist kein Herrscher mehr. Er hat Schmalkalden verloren. Wie ist das passiert? Graf Waldemar? Wie ist denn das jetzt passiert? Moment, das wollen wir uns nochmal ansehen in der Titelgeschichte. Erobert durch einen Volksaufstand. Warum wurde uns das denn nicht angezeigt, dass er hier in einem Volksaufstand ist? Da hätten wir ihm doch versucht zu unterstützen. Oh, unser Sohn kommt natürlich dann geknickt zurück. Das ist natürlich nicht schön. Ja, leider hat er es nicht geschafft, Schmalkalden für sich behalten zu können. Zahlungsforderung. Also, da wir jetzt hier oben ja gerade bedroht werden, Gebiete zu verlieren, die wir irgendwie halten möchten, denke ich, werden wir unserem Sohn natürlich mit offenen Armen wieder hier zurück aus Schmalkalden empfangen. Aber er kommt vielleicht ja auch nicht mit leeren Händen und wir werden ihn vielleicht darum beten, oder bitten, dass er uns ein wenig unterstützt, damit wir hier nochmal wieder die feindlichen Dänen aus Viborg abwehren können. Das finde ich eigentlich eine Sache, die können wir ruhig tun. So. Und jetzt werden wir uns natürlich schleunigst versuchen, hier Söldner auszuheben. Müssen erstmal den Punkt, würde ich mal hier hinsetzen. Jetzt schauen wir mal. Oh mein Gott, und tatsächlich sind fast alle Truppen derzeit ausgehoben, die irgendwie auch nur ansatzweise machbar sind für uns. Das ist natürlich ganz schlecht, sehr ungünstig. Da haben wir natürlich keine Handlungsmöglichkeiten. Andere Truppen auszuheben würde jetzt hier nichts bringen. Was wir jetzt tun könnten, wäre
Aber auch das würde jetzt, das wäre wieder nur spielmechanisch. Das wäre nicht im Sinne unseres Herrschers und der Geschichte, die wir spielen. Wenn wir hier Länder jetzt an unsere Söhne geben, uns mit denen verbünden und mit ihnen hier halt vorgehen. Das Problem ist, dass wir unsere Verbündeten auch nicht dazu rufen können, wenn wir jetzt hier den Krieg mit einsteigen. Aber wir werden es natürlich rein aus der Geschichte heraus halt tun. Wir können uns hier jetzt nicht mit einmischen. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch wieder totaler Quatsch. Also das ist spielmechanisch auch jetzt wieder. Nur weil unser Lehnsherr im Krieg mit dem obersten Lehnsherr ist und nur dem der Krieg erklärt werden kann, wenn es auch um unsere Ländereien geht, dass wir uns da jetzt nicht mit einbringen können. Das finde ich spielmechanisch sehr ungünstig gelöst irgendwie. Ja gut, können wir es jetzt einfach nicht ändern an der Stelle. Außer dass wir natürlich hier mit Truppen reingehen und uns zurückdrängen könnten, wenn wir solche hätten. Haben wir aber einfach zu wenig. Das ist halt leider die Krux der Zeit. Ich bin gespannt, ob es besser laufen wird. Wenn unser Graf Rimbert hier das Zeichen segnet und seine Söhne danach das Regiment übernehmen werden. In diesem Krieg können wir uns ja auch nicht beteiligen. Nee. Leider nein. Wir müssen also auch hier einfach hoffen, dass der Krieg bald sein Kind zu überleben. Oh Gott, wie konntet ihr Margareta das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr denn nicht mich? Sie war bei jeder Schuld meine perfekte Tochter. Das Leben hatte noch so viel vor mit ihr. Margareta ist gestorben an der Pest, so wie es aussieht. Ja. Gerade mal 24 Jahre alt. Das hatte sie, weiß Gott, nicht verdient. Damit ist unser Bündnis hier mit dem Grafen von Oldenburg natürlich auch ausgelaufen. Wie konnte er es nur zulassen, dass an seinem Hof die Pest ausbricht? Und warum nur unsere Tochter? Nein, auch unser Enkel hier ist jetzt an der Pest erkrankt. Das erzürnt uns natürlich. Okay, Rimbert hat hier jemanden scheinbar gefunden. Widukind vom Boxberg, der als geeigneter Kämpfer ihm erscheint. Und ich denke mal, seiner Einschätzung geben wir hier nach. Wir brauchen neue Kämpfer an unserem Hof. Den nehmen wir natürlich auch gerne dann an. So. Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel ist bis besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Scheinbar möchte man Franz ermorden. Okay. Ja, mal schauen, ob er da herausfindet, wer da der Unhold ist. Ja. Okay. Dann werden wir mal weiter beobachten, wie sich hier Graf Lothar verhält. Allerdings hat er hier definitiv natürlich rein aus der Emotion heraus ein wenig an Missgunst bei uns gewonnen. Dass unsere Tochter unter seiner Obhut an der Pest gestorben ist und jetzt auch
unsere Enkelkinder hier versterben. Das ist natürlich etwas, das sehen wir nicht gerne. Oh, Dithmarschen wurde belagert. Ja. Unsere Tochter Gerda wurde gefangen genommen. Hardwin, einer unserer Ritter, die wir neu gerade dazugeholt hatten, ist verstorben. Oh Leute, ja, das ist einfach derzeit hier wieder ärgerlich. Plünderer waren hier unterwegs, okay. Hier sind auch wieder Plünderer aus dem Sierland unterwegs. Es geht wieder drunter und drüber zur Zeit und es ist nicht wirklich eine gute Entwicklung, die hier geschieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Graf Grimbert früher oder später an diesem ganzen Stress doch auch zugrunde gehen könnte. Auch wenn er sich spieltechnisch derzeit noch nicht manifestierte. Furchtbar. Sehr tragische Ereignisse, die hier zurzeit eintreten. Vielleicht ist es doch an der Zeit, dass eine stärkere Königin auf den ostfränkischen Thron steigt. Unter ihr wird es vielleicht Besserung geben. Marbold ist scheinbar krank. Aber wollen wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Hier sind aber auch gewaltige dänische Armeen unterwegs. Was machen denn derzeit die Söldner? Gibt es wieder welche? Ja, hier. Die wären tatsächlich anheuerbar. Aber überschreiten noch unser Maximum. Eine von diesen drei Armeen wäre eigentlich besser. Die müssen wir weiter im Auge behalten. Sobald sich hier, glaube ich, was tut, würde ich dann auch versuchen, hier anzuheuern. Jetzt wird hier Bremen belagert. Ja, das möchten wir auf keinen Fall. Hier heben wir dann einfach mal jetzt unsere Truppen aus. Wir lassen doch nicht hier alles mit uns machen. So, da konnten wir den Feind in die Flucht schlagen. Jetzt marschieren wir mal hier zum Übergang nach die Furt zwischen Hamburg und Buxtehude. Krieg wurde gewonnen. So, König Benoît wurde dementsprechend natürlich dann abgesetzt und es herrscht jetzt eine neue Königin. Königin Inga Eisenseite vom Ostfrankenreich, die jetzt hier die Kriege erbt. Sie kämpft auch gegen König Raoul von Lothringen. Und gegen unseren Widersacher hier oben. Ich bin mal gespannt, ob sie hier zur Ilfe eilt. Das würden wir natürlich ganz gerne sehen. Ich fürchte aber, dass wir so schnell nicht mit ihren Truppen rechnen können. Ah, und Mathilde ist wieder genesen. Das haben wir natürlich gern. Okay. Keine Entsatztruppen, so wie ich es sehe. Und wir werden natürlich Lösegeld für Gerda zahlen. So. Sigurd ist in unserem Land, ja, auch das werden wir nicht verhindern derzeit. Unsere Ritterzahl ist natürlich auch wieder gesunken. Söldner, immer noch nicht. Die Polaben sind auch direkt wieder in Beschlag genommen. Ja, das ist wirklich eine schwierige Situation schon wieder, in der wir uns hier befinden. Wir müssen aber, denke ich, das einfach gerade an der Stelle noch weiter aussitzen und warten. Es bringt uns hier ja nichts. Okay,
bewegt sich jetzt fort vor seiner Belagerung. Das finde ich ganz gut. Wie kommt das? Das kann ja nur sein, indem er noch in einen weiteren Krieg verwickelt ist. Nee. Scheinbar möchte er sich hier mit einer Armee zusammentun. Ja. Wir sind erstmal froh, dass er Dithmarschen nicht zu Ende belagert hat. Und hoffen darauf, dass vielleicht hier noch die Königin zur Hilfe eilt. Und werden mal in der nächsten Folge uns dann mit diesem Krieg weiter auseinandersetzen müssen. Ihr seht es derzeit wirklich an allen Seiten schwierige Situationen. Einige tragische Unglücke sind passiert. Und wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze dann weiter verfolgen, wie wir hier weiter unsere Geschichte voranbringen. Derzeit einfach einige Rückschläge. Aber so ist es nun mal in der Geschichte. Es ist nicht alles immer nur vorwärts. Also, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt, es hat euch unterhalten. Kommentiert gerne, schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, verfolgt mich und meinen Kanal und lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Syrakus.